Die Biene gilt als fleißig, nützlich und intelligent. Gemeint ist damit zumeist eines der kleinsten Nutztiere der Welt, die Honigbiene. Dabei ist sie nur eine von mehr als 20.000 Bienenarten weltweit. Etwa 690 davon sind auch in Österreich heimisch. Wildbienen produzieren zwar keinen Honig, sind aber alles andere als nutzlos. Sie sind geschickt, ausdauernd und haben erstaunliche Talente. Und so ganz nebenbei zählen sie zu den wichtigsten Bestäubern der Natur. Ob wenige Millimeter klein oder daumengroß, die wilde Verwandtschaft der Honigbienen wartet mit überraschenden Fähigkeiten auf. Eine grasbedeckte Erdböschung. Kein spektakuläres Ambiente, aber ein perfekter Lebensraum für Wildbienen. Sobald die Sonne an den ersten frostfreien Tagen den Boden erwärmt, entfaltet sich, was den Winter über in der Erde schlummert. Der Huflattich blüht oft schon im Februar, kurz bevor die ersten Bienen aus dem Winterschlaf erwachen. Allen voran kriechen die Sand- und Seidenbienen aus ihren Brutstollen und suchen die Umgebung nach Blüten ab. Für den Huflattich ist es überlebenswichtig, dass der männliche Pollen im Pelz der Biene zu den weiblichen Blüten getragen wird. Damit dies auch einwandfrei funktioniert, machen Blüten nicht nur mit Farben und Düften auf sich aufmerksam. Sie sind elektrisch geladen. Nähert sich eine Biene, bleibt der Pollen an ihr haften, da sie ebenfalls stets elektrisch geladen ist. Das elektrische Feld der Blüte zeigt der Biene auch an, ob und wie viel Nektar und Pollen bei ihr zu holen sind. Viele Wildbienen nisten im Boden. Sie bauen sich ihr Heim selbst, allerdings nur die Weibchen. Die Männchen sind ständig unterwegs, um Partnerinnen zu finden. Charakteristische Summlaute begleiten den Paarungsakt. Das lockt weitere Männchen an. Nicht selten balgen sich gleich mehrere Seidenbienendrohnen um ein und dasselbe Weibchen. Wildbienen bewohnen Hohlräume jeder Art. Wer Wildbienen beobachten will, kann aus ein paar Brettern einen Kasten bauen und ihn mit Nistgelegenheiten ausstatten. An der Rückseite und oben sollte der Bau wetterfest sein. So ein Insektenhotel ist ein beliebter Brutplatz für jene Bienenarten, die gerne in hohlen Stängeln nisten oder Holzlöcher bevorzugen. Zeitig im Frühjahr aufgestellt, dauert es meist nur ein paar Tage, bis die ersten Gäste kommen. Besonders beliebt sind die Nistkästen bei Mauerbienen. Während sich die gehörnten Mauerbienen paaren, kommt bereits der erste Brutschmarotzer, eine Goldwespe. Sie ist eine ernste Gefahr für den Bienennachwuchs, da ihr ihre Brut als Wirtslarve dient. Brutschmarotzer sind zahlreich.
Ein besonders gefürchtetes Exemplar erwacht im April. Ein Maiwurmweibchen gräbt sich aus dem Boden. Es ist auch unter dem Namen Ölkäfer bekannt. Auf naturbelassenen Wiesen ist das imposante Insekt noch recht häufig anzutreffen. Die wärmenden Strahlen der Sonne lassen die ersten Kuhschellen erblühen. Auch Enzian und Adonisröschen buhlen mit kräftigen Farben um die Aufmerksamkeit der Bestäuber. Doch außer ein paar Hummeln sind nur wenige Bienen an der Blütenpracht interessiert, da viele Bienenarten auf bestimmte Pflanzen spezialisiert sind. Der Maiwurm dagegen ist weniger wählerisch. Dieses Weibchen marschiert schnurstracks auf die größten Blüten zu. Es frisst nur die energiereichsten Pflanzenteile und das in rauen Mengen. Das Weibchen trägt in seinem Bauch mehrere tausend Eier. Damit sie heranreifen, muss der Käfer permanent Nahrung zu sich nehmen. Besonders begehrt bei den Bienen sind Weiden. Weiden haben entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten. Die Insekten wandern von Blüte zu Blüte, so vermeiden die Bäume die Selbstbestäubung. Die Frühlings-Sandbiene ist ganz auf Weidenkätzchen spezialisiert. Andere Blüten interessieren sie nicht. Voll bepackt mit Weidenpollen fliegt die Sandbiene zurück zu ihrem Brutstollen. Sandbienenweibchen leben solitär, bilden aber Brutgemeinschaften. Aus Sicherheitsgründen, denn häufig gibt es unliebsamen Besuch. Ein Maiwurmpärchen spaziert durch die kleine Kolonie. Einige Bienennester werden bald ihre Niststollen sein. Die Bienen schenken den Käfern jedoch wenig Beachtung. Während der Paarungszeit sind sie keine Gefahr. Hartnäckige Brutschmarotzer kommen auch aus der Luft. Diese Biene kann den gesammelten Pollen nicht in ihrem Nest abladen, denn dort versucht gerade eine Wespenbiene, sich Zugang zu verschaffen. Bei der Nachbarin waren die Wespenbienen bereits erfolgreich. Wespenbienen zählen zu den sogenannten Kuckucksbienen. Sie vermehren sich ausschließlich im Brutstollen anderer Wildbienen, oft nur bei einer ganz bestimmten Art. Am Vorkommen solcher Kuckucksbienen lässt sich daher erkennen, welche Bienenart ganz in der Nähe nistet. Die Riesenblutbiene etwa ist ein Zeichen, dass hier Frühlingsseidenbienen wohnen. Die Blutbiene versucht, möglichst schnell ein Ei auf den Pollenvorrat der Seidenbiene zu legen. Treffen Wirt und Parasit aufeinander, wehrt sich die Sandbiene vorerst akustisch. Die Blutbiene hat die Botschaft verstanden. Die letzten Nachtfröste können nicht verhindern, dass mehr und mehr Frühlingsblumen Wiesen und Wälder mit ihren Farben bereichern. In lichten Laubwäldern sprießt das Lungenkraut, ein altbekanntes Hausmittel gegen Husten.
Die Blütenknospe öffnet sich stets in rosa. Im Lauf der Zeit verfärbt sich die Blüte blau. Bestäuber, wie die Pelzbiene, wissen anhand der Farbe, wo noch Nektar und Pollen zu finden sind und wo nicht. Ein Vorteil für beide. Die Bienen sparen Energie, indem sie nur rosafarbene Blüten anfliegen, und die Pflanze wird zuverlässig bestäubt. In extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaften leben viele verschiedene Wildbienen und Blühpflanzen. Auf Überschwemmungswiesen, die selten gemäht werden, werben übergroße Blüten um Bestäuber. Es sind Schachblumen. Sie sind ein seltener Anblick und streng geschützt. In Österreich kann man Schachblumen noch in der Oststeiermark und im Südburgenland bewundern. Die rote Mauerbiene ist um ein Vielfaches kleiner als die Blume. 3 Tage lang produziert die Pflanze ununterbrochen Nektar. Daher ist die Blüte immer gefüllt, egal wie viele Besucher kommen. Die Blütezeit ist Hochsaison für die Wildbienen. Ein einziges Tier kann bis zu 5000 Blüten pro Tag anfliegen. Damit zählen sie zu den wichtigsten Bestäubern für Kultur- und Wildpflanzen. Ohne sie wären die Früchte der Natur nicht in dieser Vielfalt verfügbar. Die Höhlen der knorrigen Stämme alter Obstbäume beherbergen oft eine besondere Tierwelt. Der Wendehals gehört dazu. Für die Bienen ist der Zugvogel keine Gefahr. Er bevorzugt Ameisen. Ein brütendes Wendehalspärchen beansprucht den ganzen Obstbaum als sein Territorium, das vehement gegen andere Vögel verteidigt wird. Das kommt auch den Bienen zugute, die in aller Ruhe Nektar sammeln können. Eine Fransenschmalbiene kehrt zu ihrem Nest zurück, voll beladen mit Pollen. Wie viele Wespen- und Bienenarten sammelt auch sie in den blühenden Kronen der Obstbäume. Die Vielfalt ist dort am größten, wo nachhaltige Landwirtschaft ohne Insektenvernichtungsmittel betrieben wird. Wie sehr der Mensch davon profitiert, zeigt die reiche Obsternte im Herbst. Fransenschmalbienen bilden Staaten, wie die Honigbiene. Sie legen ihren Bau im Boden an. Aus dem Aushub formen sie kleine Türme, an deren Spitzen die Eingänge sind. Die Nester liegen oft in direkter Nachbarschaft zueinander. So entstehen auf Wiesen kleine Städte aus erdigen Hochhäusern. Regen wäscht lose Erde vom Schlot, bis nach und nach der feste Kamin aus Bienenspeichel und Erdreich übrig bleibt.